48KZX Spectrum. Retro Gaming. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von das ZX-Spektakel. Und heute werfe ich mal einen genaueren Blick auf das Game Bosconian. Ich habe das bis jetzt immer nur zu Demo-Zwecken benutzt, um mal zu zeigen, wie gut denn der Dreikanal-Stereo-Sound des Yamaha-Chips klingt. Aber so richtig gespielt habe ich das noch nie und das will ich jetzt nachholen. Und vorhin habe ich gesehen, dass es auch den Kempston-Joystick unterstützt. Also drücke ich hier mal die 2. Enter to start. Ich hoffe, man muss nicht irgendwas mit Tastatur machen, weil ich da unten Anzeige für Bomben und noch irgendwas sehe. Okay. Wollen wir mal schauen. Runde 1. Wie das hier funktioniert. Oh, das. Was mir jetzt erstmal auffällt, ist, dass der Bildschirm ja nicht besonders groß ist. Oje, das fängt ja schon super an. Warte mal. Aber Fuel muss man wohl einsammeln. Und es geht dann darum, halt diese Sternenbasen zu zerstören, wie ich das gerade ja eindrucksvoll bewiesen habe. Muss man das einsammeln? Nein, muss man nicht. Okay, muss jetzt mal rausfinden, was man hier einsammeln kann und was nicht. Das fängt ja wieder an. Da, die Bomben. 2 Bombs. Die Frage ist nur, wie aktiviere ich die? Ich hoffe nicht, indem ich Space drücke. Fuel braucht man auch. Und da unten ist ein Radar. Sieht aus, als ob ich das erste Level geschafft hätte. Ja, Runde 2. Geilomat. Ich frage mich gerade, wofür ich den Sprit brauche. Jo. Muss mal ganz kurz gucken, wie ich denn die Bombe aktiviere. Nur so zu Testzwecken. Formation Attack. Keine Ahnung. Ich habe mit irgendwas habe ich die aber abgeschossen. Boah. Da wurde ich attackiert. Okay. Was ist das? Ah, das war ein extra Raumschiff. Was ist das? Da kann ich rein. Und was passiert dann? Kann ich da irgendwas machen? Off, on? Das scheint so eine Art Warp-Gate gewesen zu sein. Sieht aus, als ob ich jetzt ganz woanders rausgekommen bin. Aha. Boah. Da bin ich ja sehr geschickt reingedonnert. Oh. New Highscore. Okay, man muss also wirklich auch ganz genau... Was muss man hier mit dem Stick machen? Ganz genau rein manövrieren, hä? Huh? Oh. Okay, es geht mal weiter. Da war gerade ein M. A. Huma. Huma geht. Okay, Enter to start. Ich würde sagen, ich gebe dem nochmal eine Chance. Runde 1. Ja, wie gesagt, was ich nicht ganz kapiert habe, ist, mit was man denn jetzt genau die Bomben abgeschossen hat. Da waren... Extraschiff, okay. Ja, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich bin jetzt langsamer. Ich kann hier rein. Aber ich kann anscheinend auch noch nichts machen. Das ist irgendwie wahrscheinlich auch mit Enter oder so nicht. Nee. Gut, okay. Das geht nicht. Aber aus irgendeinem Grund kann ich jetzt nach vorne und nach hinten schießen. Und das könnte mir den Arsch gerettet haben. Sprit, Bombe, noch so ein irgendwas. Also ich finde es geil, dass man hier so schön noch Mucke dabei hat im Spiel. Jetzt sollte ich auch öfter mal schießen und mein Missionsziel verfolgen, nämlich diese Station auch zu zerstören. Warte mal, da rechts ist noch was. Oh, das war knapp. Und dann sehe ich auf dem Radar nach da unten noch was. Oh, muss man echt aufpassen, dass man nicht irgendwo noch reinsemmelt.
Boah. Hab ich, jawohl. Die Stage haben wir gecleared. Nice. So, nochmal Bomben einsammeln. Ah, da muss man von vorne einsammeln dann in dem Level. Gut, gut zu wissen. Es stellt sich auf jeden Fall hier recht prompt. Macht Spaß. Es ist so herrlich arcadig, wobei ich jetzt nicht im Kopf habe, wie die Arcade-Version aussieht. Wofür brauche ich denn Sprit? Achso, da wird er ja angezeigt. Gut. Das heißt, davon hat man anscheinend also auch nicht endlos. Ah. Jetzt habe ich aber den Vorteil, dass ich nach vorne und nach hinten schießen kann und die Bomben dann auch weghauen. Eine Station fehlt noch. Schauen, dass wir zwischendurch mal noch alle möglichen Extras erwischen. Ne? Boah. Das war knapp. Ja, dann nochmal auf den Weg zur letzten noch offenen Station. Was sind das eigentlich genau für Teile? Kann ich damit dann entsprechend warpen, so wie das vorhin aussah? Da ist die Station ganz in der Nähe. Boah. Jetzt. Ja, habe ich. Jawohl. Runde 3. Na, du musst wieder alle Bomben einsammeln. Aber man behält anscheinend seine Leben. Immerhin. Man muss erstmal rauskriegen, was man einsammeln kann und was nicht. Jetzt würde ich passen. Sieht aus, als wäre ich da sicher erstmal. Ja. Oh nein, da knall ich in die Mine. Wie viel Leben habe ich noch? Noch 3. Mal schauen, da die Fuels einsammeln und das extra Leben. Uah. So. Was kam denn da noch? Ja, okay, da haben wir noch so eine Station. Ah, da hat's mich erwischt. Ja, wie viel Leben haben wir noch? Noch 3. Ah, nein. Konzentriere. Noch 2 Levels. Noch 2 Leben. Gucken, ob ich noch eine Station kaputt krieg vorher. Jawohl, da haben wir noch eine geschafft. Wie viele sind denn da jetzt noch? Uah. Oh, direkt übereinander. So, ich hoffe, dass die Zwischengeräusche da nicht zu sehr stören in der Aufnahme. Oh, scheiße, da hat es mich erwischt. Einen haben wir noch. Darf ich das Level noch irgendwie Sprit einsammeln? Da haben wir noch was. Wie viele Stationen muss ich denn noch erledigen? 4 Stück sind es hier. Oh nein, nicht aufgepasst. Ich kann mich wieder eintragen, aber ich lasse es mal bei A. Und dann halte ich hier mal an und ich will mal gucken, was für eine Demo ich denn hier dranhängen kann. Also bis gleich. So, liebe Leute, ich habe hier eine Demo gefunden, die sich selber nicht so wirklich ernst nimmt. Aber das ist gerade das witzige Crap Mode 2. Maybe on the beginning some electrical discharge effect. Und ich glaube, damit nimmt Yasumye, der Macher dieser Demo, die Demoszene so ein bisschen aufs Korn. So von wegen, ich mache hier das auch alles, aber in speziell und billig. Und das finde ich noch ganz witzig gemacht. Achtet mal drauf, was da später noch so kommt. Ja. Lehnen wir uns mal gemütlich zurück. Ich drehe mal den Sound hier ein bisschen lauter. Ja, cheers, ne? Gut, was auf jeden Fall geil ist, ist die Mucke.
rein von Next Crap Effect. Ja, die Mucke ist schon nice. Und da wir ja schon mittlerweile gesehen haben, was der ZX Spectrum alles kann. Ja, this was really crap. Some fucking stinking growing plant is coming up next. Ja. Indeed, das looks billig. I think I will. Ja. Dieses wahnsinnig sich bewegende Schachbrett. And now some new colors made in Interlace Mode. Wirklich alles gegeben. Aber die besten Sachen kommen noch. Wo ich sag so, ja, kann man mal machen. As you can see, I'm a king of crap demo making. Ah, fuck kings. I'm a god of crap demo making. Oh. And now, the bass part. This is one point which moves unbelievably fast along Z-axis, but camera is also fast enough to catch it from constant distance. Great piece of code, isn't it? One more cool effect, the vector square rotating around its middle, the rotation is damn fast. Stroboscopical Effekt und so weiter. Ah, könnt ihr auch selber lesen. Aber das finde ich jetzt noch. Auf die Ideen muss man erstmal kommen. And finally, 1D textured Pong Shaded World. I've been making it for 5 months. That result is worth the effort. Das finde ich noch gut. Nimmt das alles so ein bisschen aufs Korn. Musik kann er auf jeden Fall auch. That's all, folks. Ja. So, people, at last I made a new demo. You were waiting for it unpatiently, weren't you? Anyway, here it is. I'm sure you enjoyed it. Und so weiter. Grüße. Ja, und das fand ich noch ganz lustig, weil er wirklich, wie gesagt, so das so ein bisschen alles aufs Korn genommen hat und nicht so ernst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wie immer, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben. Noch geiler wäre es natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer hier wieder. Oh, da kommt nochmal was. Ja, ihr Lieben, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, schau bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Tomaniac.